Für meinen Epson 26 Vergleichstest hat mir auch Pearl mit seinen iColor-Patronen ein paar Tinten zur Verfügung gestellt zum Testen. Diese werden geliefert in solchen Pappboxen, sind selbst aber nochmal plastikverschweißt. Nach dem Auspacken fällt direkt die Bauform auf, die unterscheidet sich deutlich von der original Epson-Bauform. Der Chip ist zum Beispiel schräg eingelassen und nicht platt auf der Patrone, so wie man es von den Originalen her kennt. Auf der Unterseite findet man ein Prisma, so wie auch bei den Originalen. Dazu kommen wir aber später noch. Der erste Test ist natürlich das Öffnen der Patronen, denn da kann schon Tinte austropfen. Das ist bei den iColors nicht passiert, also da war ich sehr zufrieden. Danach habe ich sie in den Drucker eingesetzt, ein paar Testseiten gedruckt und erst danach dieses Testmuster, um auch sicherzugehen, dass keine Resttinte von der vorherigen Marke im Drucker verbleibt. Am meisten hat mich natürlich der Textdruck interessiert und den schauen wir uns auch genauer an. Ich habe dazu dieses Textfeld einfach mal vergrößert. Am besten sieht man natürlich, wie gut der Textdruck ist im Vergleich zur Konkurrenz. Deshalb habe ich hier die Konkurrenz auch mal gezeigt und man sieht, dass zwischen iColor und Peach ein geringer Unterschied ist. Man sieht zum Beispiel, dass Peach ein tieferes Schwarz hat, dafür iColor aber weniger ausfranst an den Rändern. Mit bloßem Auge kann man zwischen den beiden aber keinen Unterschied sehen. Beide drucken ein sattes Schwarz und die Ränder gehen auch völlig in Ordnung. Das Druckbild für den Text ist insgesamt ausgewogen. Der nächste Test war der Wischtest. Ich bin also mit einem Textmarker über den Text gegangen und auch hier gibt es wenig zu meckern. Wie man sieht, verwischt gar nichts bei der Tinte. Kommen wir also zum Farbdruck. Den finde ich nicht so wichtig, weil Fotos drucke ich damit eh nicht. Farbechtheit ist bei Office-Dokumenten nicht entscheidend. Mich interessiert also, wie scharf druckt die Farbe und da gibt es auch nichts zu meckern. Das kann man hier vor allem bei diesem Strahlenkranz sehen. Und auch bei diesem Raster sieht man, dass die Farben und Schwarz klar voneinander abgetrennt sind. Kommen wir noch zur Farbechtheit. Hier ein Vergleich zwischen dem Originaldokument und den iColor-Tinten. Man sieht deutlich, dass es eine Abweichung gibt. Die ist aber sehr gering. Vor allem muss man beachten, dass wenn man diese gedruckte Seite nochmal scannt, passiert auch nochmal eine Farbverschiebung. Das ist also alles völlig in Ordnung. Kommen wir nochmal auf das Prisma zu sprechen. Die iColor-Patrone war im Test die einzige Patrone bisher, die es geschafft hat, bis zum Schluss den korrekten Füllstand anzuzeigen. Das sieht man jetzt hier auf diesem Bild, dass man eine Warnung bekommt, dass die Tinte bald leer ist. Das habe ich bei den anderen Patronen von Tintenalarm und Peach nicht bekommen. Dort habe ich einfach die Meldung bekommen, dass die Patrone nicht erkannt wird und ausgetauscht werden muss, weil dort das Prisma fehlt und dem Drucker einfach die Möglichkeit genommen wird, optisch nochmal den Füllstand zu prüfen. Also vom Handling her hat man quasi keinen Nachteil zum Original. Den vollständigen Test findet ihr natürlich nochmal auf meiner Webseite, dort mit ausführlicher Wertung und auch mit den Bildern in hoher Auflösung. Den Test habe ich in der Videobeschreibung verlinkt und ihr könnt natürlich auch hier jetzt im Video klicken, dort kommt ihr auch zum Test.